Die Schnellsten und Schlausten im Ersten sind heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Jagd. Das sind unsere vier heute Abend. Alle der felsenfesten Überzeugung, gewinnen zu können. Warum, fragen wir Sie direkt selbst. Mein Name ist Achim Bornhäuser. Und als Ernährungsberater sage ich dir, es kommen vier freie Radikale auf dich zu. Ich heiße Bettina Gries und ich sag's im Gedicht, ich werde gewinnen und du nicht. Mein Name ist Sebastian Kurte-Breul und ich komme aus der Herkulesstadt Kassel. Und ich brauche heute garantiert keine 12 Herkulesaufgaben zu meistern, um gegen dich zu gewinnen. Ich heiße Melanie Divo. Normalerweise schlage ich meine Gegner beim Tennisspielen, aber heute schlage ich dich. Melanie, Sebastian, Bettina und Achim, das ist meine Mannschaft heute. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr kennt das gleich erstmal nacheinander zu mir kommen. In der Schnellraterunde schon mal möglichst viel Geld einkassieren, um dann jeweils mit dem Geld ins 1:1-Duell zu gehen. Wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss nach Hause. Beginnen wird heute Abend Achim. Achim, guten Abend, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr da seid. Begeistert gefeiert schon. Ihr scheint auf jeden Fall sehr motiviert zu sein, was mich sehr freut. Ja, ja gut, du nicht offensichtlich. Nope. Ja. Ich arbeite dran. Aufregung groß jetzt gerade, ja, oder? Ja. Wo kommst du her? Aus Dresden. Und bist du Ernährungsberater, sagtest du? Ja. Okay, vier freie Radikale, der war schon mal gut. Okay. Vier richtige Antworten wäre auch nicht schlecht jetzt. Aber du darfst auch gerne mehr geben. Ich streng mich an. Ja, wollen wir loslegen direkt? Gerne. Komm, dann hast du es auch gleich geschafft. Ja. Eine Minute für dich, der Mannschaftskapitän startet und wir drücken die Daumen ab jetzt. In welchem Jahr beschloss das Bundeskabinett endgültig die Grundrente? 2019. 20. Welcher Geldschein wurde in der DDR blaue Fliese genannt? 20. 100 D-Mark. Den zirkadianen Rhythmus des Menschen bezeichnet man auch als innere Uhr. Was wird beim Golfen auch als HCP abgekürzt? Handicap. Welcher Achim veröffentlichte 1991 den Sommerhit und Dauerbrenner Aloha Heya Hey? Weiter. Achim Reichel. Zu welcher Stadt an der Ostsee gehört Heiligendamm, Deutschlands erstes Seebad? Rostock. Doberan. Wie heißen die dornenbesetzten Laufschuhe der Sprinter? Spikes. Welche Nachrichtenübermittlung durch elektrische Drähte musste nach der Anzahl der benutzten Wörter bezahlt werden? Mosse. Telegramm. In welchem Monat fand 2021 die Oscarverleihung statt? Im Januar. April. Sind die Deutschen in den neuen oder alten Bundesländern durchschnittlich älter? In den alten. 9. Wie viele der Vitamine in Lebensmitteln sind fettlöslich? 4. Welches redensartliche Fieber befindet... Guck mal, da hast du noch eine Ernährungsfrage am Ende gehabt. 2000, vier Radikale, vier Vitamine, vier richtige. Ja. Das hast du aber mit Absicht gemacht jetzt. Nein, alles in Ordnung, oder? Okay. Ja. Zufrieden? Ja, ja. Ja, guck mal. So, jetzt gucken wir. Es wird ein Jäger kommen und dann wirst du hoffentlich dein Geld ins Finale bringen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Wen hättet ihr denn gerne heute? Bettina, wen möchtest du? Naja, also ich habe einen Liebling, das ist Herr Jacobi, aber gegen Herrn Jacobi spielen ist natürlich eine andere Geschichte. Das ist immer so die Krux, ne? Man ja, möchte genau. Ihn gerne, aber auch irgendwie nicht. Dann wen hättest du gerne? Den Bibliothekar. Ja, mhm. Der ist ja Rentner jetzt, wenn der nicht gerade irgendwo Hawaii, Florida-mäßig okay. Unterwegs ist. Vielleicht hat er Zeit für uns heute. Ich schaue mal, wer auf jeden Fall hinter der Bühne bereit stünde. Der Quiz-Vulkan ist da, Manuel Hobiger, der Vulkanologe, erhielt seinen Doktortitel ja mit Magma Cum Laude. Da ist er, der ehemalige Bibliothekar, Klaus Otto Nagorsnik. Er hat nie einen Doktorvater gefunden. Sie hätten ja eh alle seine Kinder sein können. Oder, da ist Sebastian Klussmann, der Besserwisser. Bislang ohne Titel, vermutlich, weil sich kein Doktorvater von einem Besserwisser belehren lassen möchte. Jetzt haben wir keinen Jacobi gesehen, aber vielleicht... Da komme ich drüber weg. Das wirst du schaffen. Das wirst du gerade noch hinbekommen. Hier kommt der Jäger. Herr Nagorsnik, guten Abend. Freue mich, Hallo, Sie Herr zu sehen. Guten Abend. Sie waren Wunschjäger von Achim und ich sagte ihm eben schon, hoffentlich hätten Sie Zeit für uns vielleicht heute. Ich habe Zeit, ja. Haben Jetzt Sie auch habe Lust? Ich öfter mal Zeit. Haben Sie auch Lust auf einen schönen Abend? Natürlich habe ich Lust auf einen schönen Abend. Das glaube ich. Guten Abend, Achim. Guten Abend. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier direkt in Gange kommen. 2000 Euro bringt Achim mit hier als Mannschaftskapitän. Was haben Sie für Angebote, Herr Nagorsnik?
Ja, mit der Schere schneide ich was weg, sodass 800 Euro unten liegen bleiben. Mhm. Und wie risikofreudig sind Sie oder was bieten Sie an für Risikofreudigkeit von euch? Aber ich glaube, für den Anfang ganz anständig, da setze ich eine 1 davor, 12.000 Euro oben. Direkt deutlich fünfstellig. Ich bleibe. Das wirkt sehr entschieden. Ja, ist abgesprochen auch. Habt ihr euch eine Taktik zurechtgelegt oder? Mehr oder weniger. Oh, ihr hättet auch gesagt, kannst ruhig hochgehen wahrscheinlich. Ne? Wir bleiben, ja? 2.000 Euro, dann ist das die erste Summe, um die es geht heute. Ich drücke die Daumen. Danke. Und die Jagd beginnt. Erste Frage kommt. Der sexiest man alive, Brad Pitt, leidet unter Prosopagnosie. Also unter was? A. Gesichtsblindheit, B. Partyschwerhörigkeit oder C. Namensvergesslichkeit. Na, man soll ja nie Späße machen. Ich weiß nicht, ob es B oder C gibt. Ich hätte beides, aber sonst. Was hast du genommen? Ich habe A, die Gesichtsblindheit, genommen. Ja, die wirkt noch am, in Anführungsstrichen, seriösesten zu diagnostizieren. Ne? Was ist die richtige Antwort? Ja, prima. Erster Schritt für dich. Gut gemacht. Was sagt der Jäger? Oi, das... Da hat mich mein Griff aus der Historie durcheinander gebracht. Die Prosopographie. Aber das ist natürlich dann, also hat auch die Gesichtsauflistung. Ist nicht schlimm, Herr Jakobi. Und nicht die Namensauflistung, die ich im Kopf hatte. Hier geht's weiter mit der nächsten Frage. Wir haben Patzer gewonnen. Vorsprung vergrößert sich. Welchem Komponisten legte man seinen Taktstock, die Partitur von Mahlers 5. Sinfonie und Alice im Wunderland mit in den Sarg? Leonard Bernstein, Ennio Morricone oder Jerry Goldsmith? Was hast du genommen? Ich habe Leonard Bernstein genommen. Leonard Bernstein, ist das die richtige Antwort? Jawohl, zweiter Schritt für Achim. Was sagt der Jäger? Macht er seinen ersten? Ja. Hier kommt die nächste Frage, du brauchst nur noch 3. Was wurde um das Jahr 1050 in dem höfischen Abenteuerroman Ruotlieb erwähnt? A. Golf, Schach oder Poker? Herrje, schon mal davon gehört? Nein. Was hast du denn genommen? Ich habe mich für Schach entschieden. Was ist die richtige Antwort? Schach, absolut richtig. Selbst das läuft hier. Also ist doch ein gutes Omen, oder? Bislang passt das alles top. Was sagt der Jäger? Ja, ich glaube, es hat auch noch einige Jahrhunderte gedauert, bis Golf und Poker nach Mitteleuropa kamen. Da konnte man wahrscheinlich Ausschlussverfahren betreiben, ne? So, jetzt hast du noch 2, die du brauchst, Achim. Matchballstufe könnten wir jetzt erreichen. Wer im Zentrum von Ratzeburg einkauft, der geht shoppen A. auf einer Insel, B. in den Bergen, C. am Meer. Schon mal dich mit Ratzeburg auseinandergesetzt? Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich, nee. Was könnte es sein? Was meinst du? Ich habe die Insel genommen. Shoppinginsel. Was ist die richtige Antwort? Na bitte. Oh, da bist du auf der Matchballstufe. Wie viele Matchbälle sind es? 4 oder 3 oder 5? 3 geht gar nicht, ne? Nee, 4 sind es. So, jetzt hast du einige Möglichkeiten, das zu beenden. Und nutzt doch am besten gleich die erste. Das Berühren welches Teils der Stadtmusikantenskulptur beim Bremer Rathaus soll Glück bringen? A. Die Federn vom Hahn soll man berühren, die Ohren vom Hund oder die Hufe vom Esel? Von der Shoppinginsel in Ratzeburg jetzt vor das Bremer Rathaus. Was hast du genommen? Ich habe die Hufe vom Esel genommen. Was ist die richtige Antwort? Du hast es aber super durchgespielt, Achim. Herzlichen Glückwunsch, bisschen Geld verschenkt, ne? Der Tier, komm. Top. Na, Bettina. Hallo. Wie geht's so? Gut. Hätten 12.000 sein können.
Ist Achim gefeuert als Captain jetzt? Nein, oder? Das ist ein ganz vernünftiger Einstieg. Das finde ich auch ganz richtig. Gut gemacht, aber ganz souverän durchgegangen. Ne? Allerdings. Oder? Hättest du es auch so gewusst, alles? Das beantworte ich mit einem entschiedenen Jein. Ja, klar, Juristenantwort, kommt drauf an. Genau. Was machst du denn beruflich und was sind so deine Interessengebiete? Also ich bin Geschäftsführungsassistentin oder Vorzimmer-Cerberus, kommt drauf an. Genau. Kommt drauf an, wer anruft, ne? Beziehungsweise welcher Chef im Hintergrund sitzt. Okay. Genau. Und also hobbytechnisch, Tango Argentino ganz oben auf. Okay. Und Reisen natürlich. Das passt beides zu Herrn Nagosnik. Soll ich euch bekannt machen nachher? Ja, bitte. Großer Tango-Tänzer. Ist ein großer Tango-Tänzer. Nein, tatsächlich. Bestimmt nicht. Aber ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt auch ein bisschen. Aber kann er hat ja Zeit jetzt. Vielleicht. Man kann sich wir sprechen das gleich mal mit ihm. Genau. Konzentrieren uns erstmal auf deine 60 Sekunden dann hier. Gucken wir mal. Und die Zeit für dich startet jetzt. Ein Poesie-Album-Spruch lautet: Ein Häuschen aus Rosen, aus Veilchen die Tür, ein Herz voller Liebe, das wünsche ich. Dir. Welches millionenfach verkaufte Spielgerät erfand der ungarische Architekt Erno Rubik? Den Rubik's Cube. Ja, den Zauber, genau. Welches Wort geht auf das altfranzösische Ribot zurück und bezeichnet einen lauten und frechen Jungen? Rotzlöffel? Rabauke. Eine weltweit wichtige Kunstmesse im Rheinland ist die 1967 erstmals eröffnete Art. Cologne. In welcher Weltreligion sind Apfel und Honig Bestandteile des Neujahrsfests? Weiter. Bei den Juden. Welche frühere Bundespräsidentengattin trägt ein Tribal-Tattoo auf dem Oberarm? Weiter. Bettina Wulff. Kann man die internationale Raumstation ISS mit bloßem Auge am Himmel sehen? Ja. Welche Katja sang den eingedeutschten James-Bond-Song Wovon träumt ein Weihnachtsmann im Baum im Mai? Der berühmte Epstein. Ja, in welchem Jahrzehnt gaben sich Grace Kelly und Fürst Rainier von Monaco das Ja-Wort? In den 60er-Jahren. 50er. 2,5 haben wir uns hier gestellt. Na, immerhin, konnte den Weihnachtsmann gerade nicht vom Weihnachtsbaum unterscheiden. Aber du wusstest Katja Epstein, das hat mich sehr gefreut. Ja, genau, ich habe ja auch schon Weihnachtsbaumkugeln. Hast du gut gemacht. 5 Danke. Richtige. Jetzt wollen wir dich auch ins Finale bringen. Oder du dich. Und hier kommt der Jäger. Herr Nagosnik, ich habe ein Angebot für Sie, was Sie gar nicht ablehnen können. Ich mache doch hier die Angebote. Ich mache Ihnen erstmal eins. Sie lassen Bettina durch und kriegen Tango-Unterricht. Also da setze ich mich lieber hin und höre mir Tango an. Ich mag ungemein gerne Tango. Ich bin Fan von Astor Piazzolla, Carlos Gardel. Genau. Aber es gab ja vor 90 Jahren ungefähr den Schlager Schau doch nicht immer zu dem Tango-Geiger hin. Was ist schon dran an Argentinien? Das war sein Abi-Song damals. Aha. Ne? Komm, einen darf ich auch noch mal wieder machen. Herr Nagosnik, 200.000 Euro. Angebote bitte. Ja, die 2 weg, 500 unten. Ja, das nehmen wir nicht. Na. So, oben. Ja, da muss ich ja noch ein bisschen was drauflegen. Ja, ich glaube, Bettina könnten sie kriegen. Sie müssen es nur richtig anstellen. 13.000. Nee, das reicht nicht, oder? Da guckt sie ja fast pikiert, fast beleidigt. Nein, oder? Reicht noch nicht? Nee, wir bleiben in der Mitte. Ja? Mhm, gut, dann machen wir das jetzt genauso wie Captain Achim da. Genau. Der das nämlich hier. Oh, du wolltest schon wieder nach vorne kommen. Nein, gerne zur Unterstützung. Die Jagd beginnt. Wir spielen um 2.500 Euro. Die Jagd beginnt. So, erste Frage, Bettina, kommt. Was hat die US-Amerikanerin Jackie Cochran im Jahr 1953 als erste Frau durchbrochen? A. Den eisernen Vorhang, B. die Schallmauer oder C. den Teufelskreis? Was hast du genommen? B. die Schallmauer. Die Schallmauer. Was ist die richtige Antwort? Hast du gut gemacht. Erster Schritt für Bettina. Was sagt der Jäger? Wir kriegen noch dezidierte Erklärung. Ja, war glaube ich 6 Jahre nach dem ersten, dem Mr. Jäger, der als erster die Schallmauer durchbrochen hat. Und dann durften die Mädels also halt auch in die Cockpits. So, hier kommt die nächste Frage. In welcher Stadt entdeckte die Band Deep Purple 1971 über einem See Smoke on the Water und machte daraus ihren größten Hit? A. Mailand, Montreux oder München? Weißt du es? Also ich habe B. Montreux genommen. Ist das die richtige Antwort?
Das ist die richtige Antwort. Mon Dieu, Montreux, gut, sehr schön. Und der Jäger auch, der brannte schon auf die Erklärung oder die Weiterführung. Haben Sie immer gemocht, die Purple, ne? Oder? Ja. Ja. Und später wieder. Jetzt mag ich sie wieder ganz gerne. Und dann ein bisschen Tango zwischendurch. Aber am liebsten ist Sweet Child in Time. Das ist mein absoluter Liebling. Ja? Schön lang und rum. Und rum? Ja. Ja, das ist ja schön lang schön und rum. Klasse. Hier kommt die nächste Frage. In welcher Stadt hing im Jahr 1839 der erste Adventskranz? A. Jerusalem, Rom oder Hamburg? Der Herr hieß Wichern, oder, Herr Nagorsnik? Bitte? Das war Herr Wichern, ja, Herr im Wichern. Bauernhaus. Was hast du genommen? Ich habe A genommen, Jerusalem. Was ist die richtige? Hört sich nicht nach Herr Wichern Was ist die richtige Antwort? Ich glaube, Johann Hinrich vorne, ne? Johann Hinrich Wichern. Mhm. Ein Pastor, der da so, so eine Art Asyl für Jugendliche leitete und denen dann auch ein bisschen weihnachtliche Stimmung bringen wollte. Sogenannte Hamburgensie. Was sagt der Jäger? Folglich C. Hamburg. So, jetzt ist es aber nicht schlimm, denn da ist ja noch Platz zwischen euch. Und du tanzt ihm jetzt bitte weiter davon. Macht man so große Schritte bei Tango auch, ne? Dann brauchst du ja nicht. Ja, das kommt drauf an. Es ist mitunter sehr voll auf der Tanzfläche. Ja, gut, und da muss man Platz schon. Hier. Es gibt Menschen, die tanzen Tango auf so einem kleinen Küchentisch. Okay. Wie heißt in der Jägerei ein totes Tier, mit dem man Raubwild anlocken möchte? A. Luder, Fähe oder Kobel? Womit lockt man, Bettina? Also ich habe gesagt A. Luder. Mit Luder. Dem Luder. Ist das richtig? Na bitte. A. Wieder richtig gemacht. Gut, was sagt der Jäger? Gut, das muss er wissen. Ja. Ja. Grundwissen für Jäger. Die Fähe ist die Füchsin und Kobel ist das Nest des Eichhörnchens. Schöne Grüße an Manuel. Das weiß Herr Hobiger ganz genau, richtig. Da ist er geboren. Hier kommt die nächste Frage. Auch du kannst auf die Matchballstufe kommen. In welcher US-Stadt steht seit 1769 das Dartmouth College, eine der 8 Universitäten der Ivy League, der besten? A. In Düsseldorf, Florida. In Stuttgart, was ist das? Wyoming oder Wichita? Oh, Washington. Washington natürlich. Stuttgart, Washington oder Hanover, New Hampshire. Wo steht es? Alle gucken mich an. Du entscheidest jetzt, ob du auf die Matchbox kommst. C. Hanover habe ich genommen. In Hanover. Ist das die richtige Antwort? New Hampshire, eine Elite-Universität. Das ist völlig richtig. Super. Das wäre mal auch eine schöne Frage. Könnten Sie alle 8 aufzählen? Wenn Sie mir eine halbe Stunde Zeit lassen, kriege ich die hin. Aber da müsste ich jetzt überlegen. Alle so Ostküste und so, ne? Alles im Nordosten, ja. Was sagt der Jäger? Sagt er auch. Und jetzt hast du 2 Matchbälle. Bettina, nutz gerne gleich den ersten, dann kriegen wir gar keinen Stress. Ja. Okay, gut. Mama. Gut. Wer bewarb sich 1970 beim FBI als Undercover-Agent und wurde auch prompt von Präsident Nixon empfangen? A. Elvis Presley, Joan Baez oder Mick Jagger? Wer war's? Wissen Sie es, Herr Nagorsnik? Ich vermute es. Wen vermutest oder weißt du denn, Bettina? Das ich vermute Mick Jagger, aber das ist wirklich geraten jetzt. Haben wir selbe Vermutungen oder haben wir unterschiedliche Vermutungen? Also ich vermute, wir vermuten das Gleiche. Alle vermuten, nur ich nicht? Wir vermuten aber einige. Also ich vermute mit dir auf jeden Fall, egal was du vermutest. Ist Mick Jagger richtig? Dann hätten wir 4.500 im Finale. Und es war Elvis. Was sagt der Jäger? Kuriose Vorstellung. Vermutlich Elvis. Ja, Mick Jagger als Untertan der Queen wäre da kaum, also halt für den amerikanischen Geheimdienst. Außerdem galt er also halt den FBI-Agenten sowieso sowas von subversiv. Ja, na gut. Kokser, Rauschgift, abhängiger. Sie sagen das mit so einem glücklichen Lächeln irgendwie. Ist das so,
Deep Purple rum. Ne? Ich mag alle drei. Ja, das ist eine politisch korrekte Antwort. Jetzt, ich weiß. Du weißt, ne? Mhm. Gut, dann machst du jetzt richtig, okay? Jawohl. Gut. Welcher Wind sorgt auf Sardinien für den schiefen Wuchs der Korkeichen? Ich habe mich das schon immer gefragt. A. Passat, B. Blizzard, C. Mistral. Sardinien. Oh. Was hast du genommen? Ich habe A genommen, Passat. A. Ich sehe keine Freudensprünge, nee. Oder? Achim, A? Ich vermute C. Sebastian? Ja, ich hätte auch wegen der Sprache hätte ich auf C getippt. Melanie, dich frage ich schon gar nicht mehr, weil das ist ja teamauseinanderbringend hier. Wir brauchen A, Passat, aber C steht höher im Kurs. Und es ist tatsächlich C. Naja, wir können noch Glück haben. Ja. Vielleicht hat er wegen Tango und so. Ja. Hat er dich noch ein hier Einsehen am Leben gelassen. Was sagt der Jäger? So wird das nichts mit den Frauen, Herr Nagorsnik. Vielen Dank, okay, Bettina. Danke. Schade. Ja, danke. Sebastian, weiter geht's. Ach, schade, Mensch. So, Sebastian, weiter geht's. Wir müssen wir erstmal verdauen. Ich hatte Bettina fest hinten rein vermutet, auch, ehrlich gesagt, auch. Im Finale. Schade mit den letzten beiden, ne? Was machen wir mit dir? Wo kommst du her? Aus Kassel komme ich. Kassel, Herkules. Genau. Hast du vorhin gesagt, genau. Ich arbeite an der Uni da und mache so Lehrvideoproduktion, Lehrveranstaltungsaufzeichnung, E-Learning. E-Klausuren, alles so ein bisschen was mit Technik. Du hast ja viel zu tun gehabt in den letzten Jahren. Ja, das ist auf jeden Fall. Also es passiert ja gerade alles online. Da bin ich quasi rund um die Uhr beschäftigt. Ja, dann wollen wir umso mehr heute wieder in der persönlichen Begegnung uns erfreuen hier und eine Minute spielen schon mal. Und deine Zeit startet jetzt. Welcher Verein der ersten Bundesliga stand in der Saison 2021 als erster Absteiger fest? Köln. Schalke. Der River Severn bildet eine natürliche Grenze zwischen England und welchem anderen Land des Vereinigten Königreichs? Schottland. Wales. Um was für ein Gebäude handelt es sich beim ersten deutschen UNESCO-Weltkulturerbe? Ein Schloss. Kirche. Insekten und Spinnentiere zählt man in der Biologie zu den Glieder? Füßlern. Welcher vierfache Formel-1-Weltmeister fährt ab 2021 für den Rennstall Aston Martin? Weiter. Vettel. Welche Hauptstadt ist die bevölkerungsreichste Stadt an der Donau? Wien. Budapest. Welche der vier Schwimmtechniken gilt als die technisch anspruchsvollste? Delfin. Wie heißt der von Harry Potter befreite Hauself? Oh, weiter. Dobby. Welcher Mario realisierte sich fast 90-jährig mit der Hauptrolle in Karl Marx, der deutsche Prophet, einen Herzenswunsch? Mario Adolf. Welches Instrument spielte Phil Collins bei der Band Genesis? Schlagzeug. In welchem Monat wird seit 1950 der Weltreligionstag gefeiert? Im Januar. Auf 2000 sind wir noch gekommen. War ein bisschen schwergängig am Anfang. Ja, das ne? stimmt. Das aber stimmt. Ja, ein bisschen noch gut. Also gut gefinisht. Ja. Das brauchen wir gleich auch auf jeden Fall. Hier kommt der Jäger. Ja. So, Herr Nagorsnik, Runde 3. Eigentlich ein schönes Duell Hessen-Kassel gegen Preußen-Münster. Hat auch einen guten Klang noch, oder? Hatte einen guten Klang. Ja. Ja, genau. Kann aber wieder werden. Ja. Naja, gut, schauen wir mal. 2000 Euro? Ja. So eine anständige Summe. Erstmal, hallo Sebastian. Hallo. Und was machen wir damit jetzt? Oder Sie vor allem? Ja, jetzt muss ich so ein kleines bisschen wehtun, sodass er gar nicht auf dumme Gedanken kommt. Kommt nee, kein nicht. Minus. Ich lasse dann mal 10 Euro liegen. Oh, sehr freundlich. Sehr gnädig. Das ist sehr freundlich. Oben? Ja, hat bis jetzt noch nicht gereicht. Nehme ich noch eine Null und hänge sie hinten dran. 20.000. Oh, das ist natürlich anständig. Jetzt kommen wir in die wirklich akzeptablen Risikobereiche. Melanie nickt schon. Bist du schon soweit? Ja, nee, ich glaube, ich bin noch nicht soweit. Ich bleibe da lieber. Es bleibt an dir hängen, Melanie, gleich. Ja. Du weißt es schon, ne? Also. Nach den Startschwierigkeiten eben bleibe ich lieber bei 2. Ja? Ja. Alles klar, dann machen wir das so. 2000 Euro, dritte Runde startet jetzt. Die Jagd beginnt. Erste Frage, Sebastian, lautet wie folgt. Die 1992 verstorbene Grace Hopper entwickelte eine der ersten Computerprogrammiersprachen und war bekannt als A. Grandma Cobol, Aunt Python oder Sister Java. Na, da habt ihr mich ja richtig bei sowas
Java habe ich schon mal gehört, irgendwie Script. Ja, das genau. Muss immer erneuert werden beim Computer. Ja, ich habe auch überlegt, was früher da war, Python oder Java. Okay. Ja. Was hast du denn genommen? Ich habe On Python genommen. On Python, die Tante Python. Oh, da freut man sich, wenn die kommt. Was ist die richtige Antwort? Nee, Kobol. Was ist die Antwort des Jägers? Was sagt Grandpa? Ja, es muss ja eine sehr alte Programmiersprache sein, wenn die 82er, also halt verstorben ist. Die muss das dann ja schon in den 60er, 70er Jahren entwickelt haben. Und Kobol ist also von den dreien also absolut die älteste. Na gut, so, dann machen wir jetzt los mit deinen richtigen Antworten, okay? Und hier kommt die entsprechende Frage. Wo steht mit dem römischen Herkulesturm, ach guck mal, der weltweit älteste Leuchtturm, der noch in Betrieb ist? A. Ostia, B. Alexandria, C. A Coruña. Bei Leuchtturm habe ich immer James Christ sofort im Kopf. Hummerklippen, ist das nicht toll, oder? Ja. Ja. Auf Helgoland. Ja, super, oder? So, was hast du genommen? Ja, ich habe Ostia genommen. Ostia, was ist die richtige Antwort? Ach Leute, was sagt der Jäger? Schade. Weißt du, was das Gute ist? Dass du nicht gezockt hast. Ja, es kann nicht mehr schlimmer werden. Das wäre weg. Naja, hast auch wieder recht, das ist auch gut gedacht. Ja. Aber jetzt gehst du einfach mal gnadenlos jetzt die Treppe runter, bitte. Welcher Boxer spielte die Hauptrolle im Film Macho Man von 1985? A. René Weller, B. Bubi Scholz oder C. Axel Schulz? Axel Schulz war später, ne? Also 85 noch nicht so. Bubi Scholz, war das... Ich hab's vermutet, schauen wir mal. Bubi Scholz oder René Weller? Ja. Aha. Hatte Gustav Bubi Scholz, ne? Hat der nicht seine Partnerin erschossen? Ja, deshalb habe ich den schon mal ausgeschlossen. Das könnte ja später gewesen sein, ne? Ja. Also Axel Schulz ja bekannt durch den Formenkampf seiner Zeit, aber das war 90er, ne? Ja, könnte ja auch der schöne René gewesen sein. Der schöne René, so nannte man ihn, ne? René Weller. So, wir brauchen Bubi Scholz und zwar sehr dringend, würde ich sagen. Ja. Tatsächlich René Weller, ich befürchte, haben Sie Boxen gern geschaut früher? Ich meine, Sie hatten ja nie einen Fernseher, aber... Ja, allerdings vorher. Ich kann mich noch an Radioreportagen mit Karl Mildenberger erinnern aus den 60er Jahren. Das ist ja eine Weile her, ne? Ja. Der war aber auch ein ganz schöner Hauer. Gut, was sagt der Jäger? Sebastian, herzlichen Dank. Ja. Grüße nach Kassel. Danke. Das war eine Herkulesaufgabe leider. Melanie, weiter geht's. So, Melanie, das sind jetzt noch Achim und ich, die dich hier... bedingungslos unterstützen. Achim, was ist los mit deiner Mannschaft hier? Du stellst zu schwere Fragen. Ach so, jetzt bin ich es wieder. Alles klar. Okay, konzentrier dich weiter aufs Finale. Da kommst du jetzt rein, bitte, oder? Ja? Hoffentlich. Ja. Ja, wo kommst du her? Vom Bodensee. Vom Bodensee, schön. Ganz unten, ja. Ja, und bist Tennisspielerin, habe ich gehört? Ja, ich spiele Tennis, genau. Ja, wie häufig? Also Training, Mannschaft, genau. Spiel aktiv, Mädenspiele, ne? Oder genau. Wie? Weißt du? Ja? Weißt du? Und hast dich irgendwie speziell vorbereitet noch heute auf die Sendung? Hab die App halt ganz viel gespielt. Ah, geht die wieder? Ja. Ja, letztens ging sie nicht, weil hatte Herr Nagosnik seine Heizdecke eingestöpselt, glaube ich, und dann war die App flach. Aber hast du schon mal einen Jäger geschlagen? Auch? Ja. Wen? Verschiedene. Hab schon ein paar Mal geschlagen. Ne? Ach, komm mal, ja, das ist doch gut. Was sind so deine Interessengebiete? Wo bist du am stärksten? Tennis. Ja, gut, klar, aber... Sport allgemein? Ja, auch, Sport, ja, eher nur Tennis, genau. Was machst du beruflich? Ja, bei deiner Mutter-Kind-Klinik. Ah ja, okay, gut. Dann gucken wir mal, was wir hier aus diesem Sammelsurium für dich zusammenstellen können oder was zusammengestellt worden ist. 60 Sekunden für dich ab, und zwar ab jetzt. Zu welchen Lebensmitteln zählt man Ananas, Birne und Clementine? Zitrusfrüchte. Obst. Wie nennt man einen nur wenige Zentimeter tiefen aufblasbaren Pool für Kinder? Planschbecken. Wie wird der Innenhof eines spanischen Stadthauses genannt? Weiter. Patio. Die Alumni welcher Elite-Uni haben mehr Nobelpreise eingeheimst? Oxford oder Cambridge?
Oxford. Cambridge. Bei welchem Spielstand gibt es beim Tennis einen Tiebreak? 6-6. Welche Stadt in Hessen ist die Hauptstadt der deutschen Märchenstraße? Wiesbaden. Kassel. Welcher Singvogel trägt einen Herrschertitel und eine Grundstückseingrenzung im Namen? Weiter. Zaunkönig. Welche Fähigkeit wird in einem bekannten Sprichwort definiert als wenn man trotzdem lacht? Weiter. Humor. Aus welchem Land stammte Adolf Sachs, der Erfinder des Saxophons? Weiter. Belgien. Sinken oder steigen die Börsenkurse bei einer Bass? Steigen. Sinken. Welche Prinzessin heiratete mit 21 den als Playboy verrufenen Philippe Junot? Weiter. Caroline von Monaco. Wallonisch hat die größte Ähnlichkeit zu welcher anderen europäischen Sprache? Weiter. Französisch. 1000 Euro sind es. Da waren die Oder-Fragen sind alle ja in die falsche Richtung. Ja. Naja, komm. 1000 Euro ist okay. Ja, besser wie nichts. Genau. Zocken oder? Ich glaube fast nicht. Das ist die Frage, was jetzt Sinn macht. Ne? Ja. Ob man jetzt nicht sagt, dann ja, vielleicht doch sogar hoch. Oder ich guck's gleich mal. Genau. Schaust mal aufs Angebot und dann, wie du in dem Moment so drauf bist. Ja, dann, genau. Ne? Ja. Hier kommt der Jäger. So, Hanna Gorsnik, läuft ganz gut für Sie der Abend bislang. Ja, also, bin ich unzufrieden. Ich hoffe, dass wir aber auf die 50% kommen gleich hier mit Melanie vom Bodensee. Hallo Melanie. Hallo. Waren Sie dort schon? Ja, aber an einer anderen Ecke. Ich weiß nicht, woher Sie vom Bodensee kommen. Ich bin mal da in Vorarlberg gewesen und von da am Bodensee. Schöne Wanderwege. Ja. Mhm. Tolle Natur. Mhm. Blumeninsel Mainau, das fand ich toll dabei. Ja. Warst du da schon mal? Ja. Nee, war noch gar nicht selber. Mhm. Ach so. Na gut. So, was haben wir hier? 1000 Euro. Tja, jetzt wird's schwierig. Für Sie oder für uns? Ja, vielleicht für beide. Ich habe herzlich wenig Mitgefühl mit Ihnen, muss ich sagen. Ja, ja. Und muss ich was wegnehmen? Oh, lassen wir mal 900 liegen. So, damit ist die mittlere Stufe raus, bitte, ja? Mhm. Ganz egal, was oben kommt. Und Sie wissen, ist anders als auf dem Marktplatz, wo am Schluss immer also halt die Preise sinken. Hier steigen die Angebote also halt immer am Schluss. Also lege ich da nochmal 5.000 drauf, dann haben wir 25.000 oben. Miese Nummer, ne? Ja. Das ist halt die klassische Jäger-Win-Win-Win-Win-Win-Situation, weil sie wissen, dass sie natürlich euch jetzt eigentlich schamlos da hochlocken können. Weil sie denken, jetzt ist eh schon fast egal. Aber ich glaube, ich bleib. Na, bleiben darf ja, oder, ich dir da... Also wenn, dann vielleicht noch runtergehen, aber ich... Ja, also für 100 Euro würde ich dir raten, die Stufe dann zu kaufen, weil das dann würde sonst... Dann gehe ich runter, oder? Dass ich in 800 meinst du, genau. Also ist wenn okay, das eine Option ist, dann würde ich die Stufe kaufen für 100 Euro. Aber was ist mit den 25? Tja, ich ärgere mich über meine 12 auch noch. Naja, die solltest du längst beiseite gepackt haben. Du musst ja gleich nach vorne denken. Empfehlung? Darf ich? Entschuldigung. Ich würde die 900 dann nehmen, ja. Wirklich wahr? Runtergehen? Mhm. Dann machen wir das so. Dann gehen wir auf 900. Sure. Ja, Herr Nagorsnik. Ja, Sie können machen, was Sie wollen, aber alles, was Sie machen, hat Konsequenzen. Das ist wie im richtigen Leben. Ne? Vor allem, wenn ich richtig antworte. Das stimmt. Lassen Sie das doch einfach mal. Genau. Die Jagd beginnt. So, dann spielen wir um 900 Euro, brauchen vier Richtige und starten mit dieser Frage. Wodurch wurde ein Knappe im Mittelalter zum Ritter? A. Durch die Schwertleihe, B. den Schwerttanz oder C. Schwertleite? Können Sie alle drei erklären? Also ein Schwerttanz, den kenne ich aus dem kaukasischen Raum, also Säbeltanz und was Ähnliches. Und Leihe oder Leite, was ist da? Ja, man könnte denken bei der Schwertleihe, dass ihnen das Schwert verliehen wird. Aha. Offiziell, okay. Ja. Und Leite? Ja. Leite. Er wird irgendwie zum Schwert geleitet, weiß ich nicht, wie es sprachlich einzuordnen ist. Was hast du genau? Ich habe C, die Schwertleite, genau. Schwertleite. Bin ich auch für Leite. Na, vielleicht ist es das ja, ne? Was ist die richtige Antwort? Na bitte, guck mal, damit hast du den ersten Schritt. Und was sagt der Jäger? So wie er gerade noch so ein bisschen gepokert hat er es auch. Mit dem Verleihen hat er doch. Ja. Schwertleite, ne? Ja, Fachbegriff einfach, oder? Fachbegriff. Auf das Schwert dich leite, oder?
oder du das Schwert leitest? Wir wissen es nicht. Drei brauchst du noch, das ist richtig. Ohne, dass wir dir was geliehen haben. Welche Farbe wird aus der Cochenille-Schildlaus gewonnen? A. Karminrot, Ocker oder Aquamarin? Was hast du genommen? Ich habe B. Ocker genommen. Ocker. Willst du auch? Nee, Achim, was hättest du genommen? Ich hätte auf Karminrot getippt. Karminrot, was ist die richtige Antwort? Ja, gut. Was sagt der Jäger? Ja, die beiden anderen werden aus Mineralien hergestellt. Ocker ist also ein Erdfarbstoff. Ja. Und Aquamarin kommt also halt aus Lapislazuli. Ach so, verstehe. Na gut. Weiter noch drei, zwei Patzer frei. Alles ist in Ordnung. Welches christliche Fest orientiert sich stark am antiken Mithras-Kult? A. Pfingsten, Weihnachten oder Frohen Leichnam? Naja, da kann man alles. Was hast du genommen? Sefo-Leichnam. Was ist die richtige Antwort? Nee, es ist schon Weihnachten. Was sagt der Jäger? Ja, vor allen Dingen die Datierung. Also der Mithras-Kult war ein Kult des Sonnengottes und der wurde dann also halt eben zur Wintersonnenwende gefeiert, Ende Dezember. Und daraufhin haben dann die Christen also halt ihr Fest also halt auch draufgelegt. Jetzt ist er ein bisschen näher, aber noch nicht ganz bedrohlich. Jetzt sollten wir nur wieder richtig antworten. Ja. Also du. Womit muss man manchmal im Internet beweisen, dass man kein Roboter ist? A. Schmaudio, Linktree oder Captcha? Ich habe C, Captcha genommen. Link ist doch ein Linktree. Was ist die richtige Antwort? Captcha, sehr gut. Ist es das, wo man die Buchstabenfolge eingeben muss dann? Ja, man muss diese Buchstabenfolge eingeben, die werden vorher also grafisch dargestellt, aber so ein bisschen verzerrt, sodass das also halt von einem reinen Textverarbeitungsprogramm. Also geht nie ohne Brille. Nee, aber mittlerweile gibt es Programme, die das auch knacken können. Ne? Ach so, na gut. Also, was sagt der Jäger? Gut, so, jetzt aber bitte nächste wieder richtig. Dann sind wir auf der Matchballstufe. Was ist in der Wissenschaft die SI-Einheit der Zeit? A, Sekunde, Minute oder Stunde? Was hast du genommen, Melanie? Die Sekunde. Ist das richtig? A-Sekunde. A-Sekunde. Matchball. Und was sagt der Jäger? A-Sekunde. Und jetzt gehen wir bitte durch. Dann spielten wir um 2.900 Euro im Finale. Die Ursprünge welcher Extremsportart liegen auf der Pazifikinsel Vanuatu? Cliffdiving, Canyoning oder Bungee-Jumping? Ursprünge, wo haben wir das? Wo kommt das quasi her? Was hast du genommen? Cliff Diving. Ist das die richtige Antwort? Ist das die Finalantwort? Nee, Bungee. Was sagt der Jäger? Also Cliff Diving. Ich glaube, Vanuatu ist eine relativ flache Insel. Wo soll es da Cliffs geben? Acapulco würde ich immer Cliff Diving sagen. Ich habe also gedacht, also Canyoning, aber. Wo soll da ein Canyon sein? Ich habe erst an Kanu gedacht, aber das. Sie haben ja so eine Liste jetzt als Rentner. Bungee auch noch? Oder? Ich glaube, mit meiner Höhenangst wäre das nicht so sehr kompatibel. Na, Sie kommen ja runter. Runterkommen Sie immer. Müssen wir aufpassen, dass das Seil nicht zu lang ist. Runterkommen Sie immer, ich ja auch. Ja, ja, okay. Jetzt ist er ziemlich weit runtergekommen. Melanie, wie sagen die immer beim Fußball? Wir haben uns nicht belohnt. Also belohn dich jetzt bitte und deine ganze Mannschaft mit. Wovon sollte ein erwachsener Mensch pro Tag höchstens 2 zu sich nehmen, da sie von Natur aus radioaktiv belastet sind? A. Paranüsse, B. Pekannüsse oder C. Chianüsse? So, jetzt geht's. War radioaktiv belastet? Ich habe die Paranüsse genommen. Paranüsse? Achim macht wieder so kleine Denkerstirn. Denk auch. Aber er geht mit.
Und das ist doch hoffentlich ein gutes Omen. Ja, danke schön. Zweierfinale, Melanie mit Achim, 2900. Gut. Finalzeit bei Gefragt, Gejagt. Zum Glück sind zwei durchgekommen. Melanie gerade auch noch hinten raus. 2900 Euro für euch beide, hoffentlich. Zwei Punkte habt ihr Vorsprung. Und zwei Minuten stelle ich euch jetzt Fragen. Ihr gebt bitte so viele richtige wie möglich, damit wir den Bibliothekar ein bisschen in Stress nochmal bringen heute Abend. Ja, seid ihr bereit, ihr beiden? Toi, toi, toi. Zeit startet jetzt. Welche Figur sorgt auch im Kasperle-Theater für Recht und Ordnung? Polizist. Wie heißt der größte Gesteinsplanet in unserem Sonnensystem? Jupiter. Welcher Freund begleitet den Hobbit Frodo bis zum Schicksalsberg? Beider. Welche Band löste sich 1980 nach dem Tod ihres Schlagzeugers John Henry Bonham auf? Beider. Die Länge welcher Mauer beträgt offiziell 21.196,18 Kilometer? Chinesische Mauer. Die Staatsbürgerschaft welches Landes nahm Thomas Mann im Juni 1944 an? USA. In welchem Jahrhundert wurde der Union Jack die gemeinsame Nationalflagge Englands und Schottlands? 15. Wer ist in der Bibel der Zwillingsbruder von Jakob und Sohn von Isaak und Rebekka? Esau. Zu welchem Körperteil gehören Schienbein, Knie und Oberschenkel? Zum Bein. Welche fränkische Stadt ist für ihre kleinen Bratwürste berühmt? Thüringen. Hilft man jemandem in Not, holt man für ihn welche Nussfrüchte aus dem Feuer? Die Kastanien. In welcher Stadt wurde der Rokoko-Maler Canaletto geboren? Dresden. Mit Hilfe welches Sterns kann man tagsüber die Himmelsrichtung bestimmen? Polarstern. Welche Frachtschiffe transportieren tausende metallene Behälter? Containerschiffe. Aus welchem Land stammte der Filmkomponist Henry Mancini? Italien. Wie lautet der lateinische Name von Schwefel? Sulfur. In welchem Jahrhundert fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt? Im 20. In welcher Großstadt steht Deutschlands höchster Wolkenkratzer? Frankfurt am Main. Wie nennt man eine kurze romantische Liebesbeziehung und auch ein nicht alltägliches spannendes Unternehmen? Abenteuer. Wie heißt die Insektenkunde ganz wissenschaftlich? Weiter. Welche kleine rote Frucht ist die zweitwichtigste Obstkultur in Deutschland? Erdbeere. Zum wievielten Mal heiratet Sebastian Vettel im Jahr 2019? Erstes Mal. Der Viktoriasee ist der größte See welches Kontinent? 14. Gut, ihr beiden. Bei einem wart ihr, glaube ich, zusammen oder durcheinander, wie auch immer. Aber es habt ihr gut gemacht. Entschuldigung, ja. Alles gut, ich habe Thüringen. Zufrieden? Ja, jetzt einmal kurz durchatmen und zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. Herr Nagorsnik, eine Aufgabe noch für Sie heute. Ja. Eine 14, zwei Minuten. Sollen wir loslegen? Machen wir doch einfach. Machen wir direkt, oder? Gut, zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Klaus Otto Nagorsnik, unser Bibliothekar, unser Ex-Bibliothekar, sitzt oben. Er braucht 14 Richtige, hat zwei Minuten. Zeit startet jetzt. Welcher Widersacher Gottes gehört zum Ensemble des Kasperle-Theaters? Der Teufel. Wie heißt der größte Gasplanet? Jupiter. Welcher Lokomotivführer begegnet dem Scheinriesen Herrn Turtur? Lukas. Welche weltberühmte 60er-Jahre-Band begann unter dem Namen The Quarrymen? Passe. Stopp die Uhr. 60er Jahre. Ja. Creedence Clearwater Revival. Wie heißen die? Creedence Clearwater Revival. Ich würde kontern mit denen. Beatles. Sehr gut, Herr Nagorsnik. Zum Glück ein bisschen leider spät. Zu spät. Das sind die Beatles gewesen. 1:40 für 11, die Zeit startet jetzt. Auf welchem Schloss wurde Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth, bestattet? Schloss Windsor. Aus welchem Land kommt der Bestseller-Autor Paul Auster? USA. In welchem Jahrhundert erlangte Argentinien seine Unabhängigkeit? Im 19. Jahrhundert. Wer ist der nordische Gott des Feuers und Blutsbruder von Odin? Loki. Welche besonders bei hellhäutigen, zahlreich auftretenden Hautflecken verblassen im Winter? Leberflecken. Stopp die Uhr. Sommersprossen. Sommersprossen? Boah, bin ich so verschossen drin in die Sommersprossen. 1:14. Ja. Und Sie brauchen 8, Herr Nagorsnik. Ihre Zeit startet jetzt. Welche deutsche Metropole ist für ihre grüne Soße bekannt?
Frankfurt am Main. Macht man sich lächerlich, dann redensartlich zu welchem Primaten? Zum Affen. In welcher ostdeutschen Stadt wurde der Maler Max Beckmann geboren? Leipzig. Um welchen Stern drehen sich alle 8 Planeten unseres Planetensystems? Die Sonne. Auf welchem Kontinent sind Rikschas am meisten verbreitet? In Asien. In welchem Land wird der Filmpreis Magritte verliehen? In Belgien. Welches Element im Periodensystem ist nach einer Stadt in Hessen benannt? Darmstadtium. In welchem Jahrhundert wurde erstmals der Giro d'Italia ausgetragen? Im 20. Jahrhundert. Das ist schon sehr, sehr stark. Die schönste Szene, Herr Nagosnik, herzlichen Glückwunsch, fand ich, als Sie zum Affen gesagt haben. Das war mit solcher Inbrunst. Also. Ja. Aber Sie haben den Rätzlichen Teil des Finals genossen, oder? Da waren Ihre Fragen drin. War machbar. Hatten wir einen schönen Rhythmus. Vielen Dank an euch. Aber hat mir viel Spaß gemacht. Also 14 hätte ich auch vergeigen können. Aber ich habe Gott sei Dank nicht viele Chancen zum Zurücksetzen gelassen. Er war 34 Sekunden vorm Vergeigen, ja, leider. Das war gefragt gejagt für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend. Tschüss. Ja.